Hallo, ich begrüße Sie zur Klimaschau, Ausgabe 126. Die Themen heute: Totgesagte leben länger, immer weniger Wirbelstürme und ein historischer Datenschatz. Alle Links zu den Themen finden Sie unten im Begleittext des Videos. Grönland. Ein traurig kränkelnder Eisbär auf einer einsam schwimmenden Eisscholle. Dieses Bild stand lange stellvertretend für die vermeintlichen Opfer des Klimawandels. Da das arktische Meereis schmilzt, hätten die Eisbären immer weniger Zeit, um auf dem Meereis Robben zu jagen. Die Tage der Eisbären scheinen gezählt. Kritiker wandten vorsichtig ein, dass das arktische Meereis ja auch schon früher stark reduziert war, zum Beispiel während des holozän thermischen Maximums, dem HTM, 9000 bis 6000 Jahre vor heute. Wenn Eisbären nicht ohne Meereis überleben können, da müssten sie doch eigentlich schon lange ausgestorben sein. Außerdem gibt es Eisbären bereits seit 600.000 Jahren. Sie haben offensichtlich mehrere warme Zwischeneiszeiten überlebt, die sich alle 100.000 Jahre wiederholen. Wie konnte das wohl gelingen? Eine Forschergruppe um Christine Ledre vom Greenland Institute of Natural Resources hat nun eine spektakuläre Entdeckung gemacht. In einem isolierten Fjordsystem im Südosten Grönlands fanden sie eine etwa 100-köpfige Population von Eisbären, denen das Meereis schnurzegal war. Im Süden Grönlands gibt es sowieso nur 4 Monate im Jahr Meereis, trotzdem geht es den Tieren dort ausgezeichnet. Ihre Strategie: Sie jagen einfach von den Rändern eines großen Gletschers, der ins Meer mündet. Pfiffig. Man muss sich halt nur was einfallen lassen. Im Interview mit dem Bayerischen Rundfunk kommentiert Benoit Sittler von der Universität Freiburg, Zitat: Das zeigt, dass Eisbären doch ziemlich anpassungsfähig sind. Zitat Ende. Die Studie erschien im Juni 2022 im Fachblatt Science. Ein wichtiger Schritt für die Wissenschaft. Stück für Stück kommen wir dahinter, wie die Eisbären wohl die natürlichen Wärmephasen der letzten 600.000 Jahre überstanden haben könnten. Weltweit. Es ist mittlerweile ein gut eingeübtes Medienritual. Immer wenn wieder ein zerstörerischer Hurrikan irgendwo auf der Welt gewütet hat, ist der Schuldige schnell gefunden. Der böse Klimawandel. Er habe die Kräfte der Natur entfesselt und straft uns nun mit einem nie dagewesenen Staccato von tropischen Wirbelstürmen. So jedenfalls das von vielen Journalisten, Aktivisten und Politikern bemühte Narrativ. Was aber sagt die Wissenschaft dazu? Sollte man nicht viel häufiger auf die Experten hören? Im März 2022 veröffentlichte eine Expertengruppe um Philipp Klotzbach von der Colorado State University in Fort Collins eine statistische Auswertung für das globale Wirbelsturmgeschehen der vergangenen 30 Jahre. Das Ergebnis war unerwartet. Sowohl die Anzahl als auch die Gesamtenergie der tropischen Wirbelstürme hat nämlich nicht zu, sondern abgenommen. Was für eine Überraschung! Aber wie kam es eigentlich dazu? Klotzbach und sein Team sehen hier vor allem den Trend zu mehr La Niñas als Ursache. Diese verstärken die Hurrikane im Atlantik, verringern jedoch die Taifune im Pazifik. Da der Pazifik das globale Wirbelsturmgeschehen dominiert, bleibt unterm Strich eine Abnahme der Wirbelstürme übrig. Im Gegensatz hierzu sind die Schadenssummen der Wirbelstürme in den letzten 3 Jahrzehnten angestiegen. Es hat jedoch laut Angaben der Autoren mit dem Bevölkerungswachstum sowie den gestiegenen Sachwerten in den Küstenregionen zu tun. Die Studie erschien im März 2022 in den Geophysical Research Letters. Der Blick auf die letzten 30 Jahre ist bereits nützlich. Noch besser hingegen ist die Auswertung der vergangenen 170 Jahre. Genau dies hat eine Wissenschaftlergruppe um Severn Chan von der australischen Federation University getan. Da es Satellitendaten erst seit wenigen Jahrzehnten gibt, näherten die Sturmforscher das weltweite Wirbelsturmgeschehen über einen Luftdruckdatensatz der National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA, an. Das Ergebnis: Die globale Wirbelsturmaktivität hat im 20. Jahrhundert um etwa 13% im Vergleich zur zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts abgenommen. Während es um 1900 noch durchschnittlich 100 tropische Wirbelstürme pro Jahr gab, waren es ein gutes Jahrhundert später nur noch 80. Eine Ausnahme bildet der Nordatlantik. In den letzten Jahren wurden Hurrikane hier wieder häufiger.
Die Studie stellt jedoch fest, dass es sich hier überwiegend um eine Folge der natürlichen Klimavariabilität handelt. Außer den bereits erwähnten La Niñas unterstützt auch die derzeit noch aktive positive Phase der atlantischen Multidekaden-Oszillation, die AMO, die Hurrikanbildung. Zudem sollen auch die verschärften Umweltbestimmungen für Abgase eine Rolle spielen. Was oder wer ist denn nun für den globalen Rückgang der Wirbelsturmtätigkeit verantwortlich? Laut Savil Chand und den Kollegen ist es der menschengemachte Klimawandel. Ja, genau der menschengemachte Klimawandel, der bis vor kurzem noch für die Zunahme der Wirbelstürme verantwortlich gemacht wurde. Als dann klar wurde, dass die Hurrikane und Taifune gar nicht häufiger geworden sind, wollte man den liebgewonnenen Sündenbock offenbar gar nicht mehr austauschen. So muss der anthropogene Klimawandel also nun auch für den gegenteiligen Trend herhalten. Und das geht so. Durch die globale Erwärmung schwächt sich die Luftzirkulation zwischen der tropischen und der subtropischen Klimazone ab. Die sogenannte Walker-Zirkulation und Hadley-Zelle verlieren an Schwung. Hierdurch verschlechtern sich die Bedingungen zur Wirbelsturmentstehung. Dieses Ergebnis war immerhin so interessant, dass mehrere deutschsprachige Medien darüber berichteten. So meldete zum Beispiel NTV: überraschender Trend, Studie Klimawandel verringert Zahl tropischer Wirbelstürme. Und die Berliner Zeitung schrieb: Studie, weniger Tropenstürme dank Klimawandel? Der Tagesspiegel berichtete, Zitat, weniger Zeichen auf Sturm, tropische Wirbelstürme könnten wegen Klimawandel seltener werden. Nach verbreiteter Ansicht nehmen Wetterextreme mit dem Klimawandel zu. Eine neue Analyse liefert die komplexe Beurteilung für tropische Wirbelstürme. Zitat Ende. Die Studie von Savin Chand und Kollegen erschien im Juni 2022 im Fachblatt Nature Climate Change. Noch 2018 hatte man in der Fachwelt übrigens ganz andere Vorstellungen. Eine Arbeit unter Beteiligung des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung, PK, meinte Hinweise darauf gefunden zu haben, dass starke Tropenstürme immer häufiger werden könnten. Davon ist heute 4 Jahre später plötzlich gar nicht mehr die Rede. Was ist besser als ein Untersuchungszeitraum von 170 Jahren? Genau, eine Studie zur Hurrikanentwicklung der letzten 4 Jahrhunderte. Eine solche wurde von einem Team um Tyler Winkler von der Texas A&M University in College Station auf den Bahamas durchgeführt. Das klingt nach einer vergnügungssteuerpflichtigen Dienstreise. Aber die Forschungsfahrt machte wirklich Sinn, denn die Wissenschaftler entnahmen aus einem kreisrunden Karstloch im Meer einen 18 Meter langen Sedimentkern, der das Hurrikangeschehen der letzten 540 Jahre geologisch speicherte. Immer wenn im Umkreis von 75 Jahren ein Hurrikan vorbeifegte, lagerten sich im Karstloch besonders grobe Sedimentlagen ab. Zuletzt geschah dies 5-mal zwischen 2010 und 2020, als 5 größere Hurrikane die Bahamas heimsuchten. Hurrikan Dorian tötete 2019 gleich 84 Menschen. Trotzdem stellte sich heraus, dass es heute weniger Hurrikane gibt als zu früheren, aktiveren Zeiten. Besonders sturmreiche Phasen ereigneten sich von 1505 bis 1530, von 1570 bis 1620 und von 1710 bis 1875, als es doppelt so viele Wirbelstürme pro Jahrhundert gab wie heute. Zum Teil war die Hurrikanhäufigkeit sogar bis zu 8-mal höher als heute. Seit dem letzten Höhepunkt um 1860 sind Wirbelstürme auf den Bahamas immer seltener geworden. Angespornt von den spannenden neuen Ergebnissen planen die Forscher nun, an das Karstloch zurückzukehren. Auf der nächsten Fahrt wollen sie einen noch längeren Sedimentkern mit 60 Meter Länge ziehen. Dadurch würde sich das Studienintervall vervierfachen, von gut 500 auf dann 2000 Jahre. Die Studie erschien im Januar 2022 im Fachblatt Marine Geology. Großbritannien. März 2020, die Covid-Pandemie hat das soziale Leben lahmgelegt. Viele Leute langweilen sich und diese Gelegenheit wusste die University of Reading klug zu nutzen. Sie hatte in den Jahren zuvor stapelweise historische Regenbeobachtungen aus der Mitte des 19. Jahrhunderts für ganz Großbritannien und Irland zusammengesammelt. Nun mussten die 5,2 Millionen Daten auf 66.000 eingescannten Seiten mühsam händisch in digitale Datenbanken übertragen werden. Erst wenn diese Daten maschinenlesbar vorlagen, konnten sie wissenschaftlich weiterverarbeitet werden.
Viel Arbeit für wenige studentische Hilfskräfte, die monatelang am Tippen gewesen wären. Die University of Reading war clever, sie veröffentlichte in den Medien einen Aufruf, sich zu Hause über das Internet an den Tipparbeiten zu beteiligen. Der Aufruf erfuhr ein sensationales Echo. 16.000 Freiwillige erledigten den Job in nur 16 Tagen. Die Auswertung konnte kurz darauf beginnen. Die neuen Daten waren Gold wert. Bislang reichten die offiziellen Regenstatistiken in Großbritannien nur bis 1862 zurück. Durch die Freiwilligenaktion konnte der Startpunkt nun 26 Jahre zurückverlegt, also bis 1836 erweitert werden. Und das hat sich in der Tat gelohnt, denn in diesem neu dokumentierten Vierteljahrhundert ereignete sich eine der größten Dürren der gesamten Beobachtungsreihe. In der Zeit von 1836 bis 1860 herrschte ein absolutes Regenminimum. Das Wissen über solche Entwicklungen hilft uns heute, aktuelle Dürren besser einordnen zu können. Vermeintliche Superlative und angeblich noch nie dagewesene Klimaextreme entpuppen sich dann schnell als das, was sie wirklich sind. Ein weiterer Zappler in der bewegten Jahrhunderte- und jahrtausendelangen Klimageschichte. Die beste Grundlage für Drama und Katastrophismus ist immer noch das konsequente Desinteresse an der vorindustriellen klimatischen Historie. Dagegen hilft jedoch nur eins: Bildung. Das war's für heute. Vielen Dank für Ihr Interesse. Ich freue mich über Ihre Kommentare und Fragen hier unter dem Video. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag, auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Thank you.